Hi zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sprechen heute wieder über Sonnenschutz. Die Tage sind kälter geworden, ja, aber man braucht trotzdem immer noch Sonnenschutz. Das ist etwas, was du 12 Monate die ganze Zeit verwenden solltest. Und ich werde immer noch darauf angesprochen. Ja, aber jetzt scheint ja gar keine Sonne mehr. Ich glaubte das auch. Und dieser Glaube ist noch super hartnäckig in unserer Gesellschaft. Diejenigen von euch, gerade auch die Mädels, aber auch viele Jungs, kann man inzwischen sagen, sind Skincare-affin, was ich ganz gut finde. Es gibt ja immer noch die Hartgesottenen, die meinen, Wasser und Seife reicht. Aber so diejenigen von euch, die so Skincare-mäßig unterwegs sind, die wissen inzwischen, Lichtschutzfaktor, es wird ja auch in diversesten Videos gezeigt, was ich richtig gut finde, wie wichtig Sonnenschutz ist. Okay, manchmal wird es falsch gemacht, was die Menge betrifft. Wir haben hier so einen Kandidaten, der halt einfach eine andere Konsistenz als üblich hat. Ich werde euch an der Stelle mal darauf hinweisen, ich habe unten in der Infobox eine Briefwaage. Wenn ihr Produkte euch kauft, ihr seid nicht dazu verpflichtet, jedes Mal eure Menge abzuwiegen. Aber ich mache es generell so, wenn ich Produkte habe, die irgendwie eine andere Konsistenz haben. Ich mache mal vor das Mikro. Das hört man, ne? Also der ist flüssig. Wenn ihr eine andere Konsistenz habt, dann wisst ihr ja in der Regel nicht, wie viel 1 Gramm ungefähr ist. Ich gehe immer nur ungefähr. Ungefähr reicht, ist meine Meinung, ne? Also ungefähr ist in Ordnung. Und du wiegst dir das einmal ab und dann weißt du halt, wie viel du brauchst. 4 Pumpstöße von der Ultralight-Geschichte von Colibri sind halt ungefähr 1 Gramm. Manchmal, also ihr merkt es ja dann auch, wie ich mir das auftrage. Das zeige ich ja meistens auch immer. Ich mache mir lauter Flecken ins Gesicht. Und ich merke dann halt, ich fange immer oben oder unten an, je nachdem, wie lustig ich drauf bin. Meistens ist es oben. Und wenn ich halt merke, ich habe zu wenig, dann nehme ich mir meistens noch ein bisschen nach. Dann vergiss die Ohren nicht, vergiss den Hals nicht. Das sind Dinge, die ich regelmäßig vergesse. Macht's bitte nicht, ne? Weil eure Ohren und euer Hals altert halt eben auch, ne? Und da kann man ganz gut Sonnenschutz verwenden. UVA und UVB-Strahlung wird gerne mal verwechselt. Das eine hat tatsächlich mit der Sonne zu tun. Das ist die UVB-Strahlung, aber die UVA-Strahlung ist diejenige, die erstens Hautkrebs macht und zweitens immer da ist, außer in der Nacht natürlich. Also ob Wolken da sind oder nicht, UVA-Strahlung ist leider generell immer da und durchdringt auch zu einem gewissen Prozentsatz auch die Fensterscheiben. Und deswegen ist es einfach so wichtig, dass du Sonnenschutz in deiner Routine dran hast. Jetzt ist natürlich für Häutchen wie meins das relativ schwierig. Ich habe eine fettige Mischhaut, ich habe ADHS, sprich ich habe sensorische Schwierigkeiten. Deswegen sage ich das an der Stelle, dass ich halt eben Produkte brauche, die mir eine gewisse Sicherheit bieten und eben sensorisch mich absolut nicht überfordern. Das ist wirklich wichtig. Das bedeutet, ich habe eine fettige Haut. In meinen Kopf will halt einfach dann auch nicht rein, wenn ich morgens mein Gesicht reinige und vom Fett befreie sozusagen, dass ich mir dann danach wieder das Gesicht fettig mache. Also das geht mir immer nicht so richtig rein. Ich habe mich an einiges gewöhnt, muss man sagen. Jeder Sonnenschutz fettet so ein bisschen nach, ne? Also der ultimative matte Sonnenschutz gibt es nicht. Das hängt einfach mit den Filtern zusammen. Na, also die Filter machen zum Teil eben auch dieses Speckige, aber es ist schon besser geworden. Wenn ich mir das von ganz Anfang anschaue, ich habe der erste Sonnenschutz, mit dem ich angefangen habe, das war so ein Kindersonnenschutz oder so. Ich weiß schon gar nicht mehr, war das von Hip? Keine Ahnung. Und der war dann mit Zinkoxid und ich sah aus. Und ich bin einmal zu meiner Hautärztin und die hat mich angeguckt, wie sehen Sie denn? Weil die hat in der ganzen Praxis, hat die so ein spezielles Licht und sah halt dann diese Zinkpartikel auf meinem Gesicht. Ich sah aber auch aus, hey. Gott sei Dank haben wir das halt wirklich weg, ne? Also wir haben jetzt tatsächlich mit Sonnenschutz zu tun, den man nicht sieht. Das ist schon das A und O, ne? Die Ultralight verspricht eben schon, dass es eben eine leichte Textur ist, was sie auch ist, ne? Also man hört's. Na, das ist wirklich flüssig und da musste ich mich am Anfang erstmal dran gewöhnen. Entweder habe ich
ein Montagsprodukt. Ich weiß nicht, wie andere Produkte performen, aber ich muss das tatsächlich regelmäßig schütteln. Wenn ihr damit Erfahrung habt, schreibt bitte mal unten in die Kommentare, ob das bei euch auch so ist. Ne? Also ich bin fast wahnsinnig geworden am Anfang. Ich habe am Anfang echt einen Fehler gemacht. Bei mir ist am Anfang nur so eine ölige Flüssigkeit rausgekommen, bis ich dann mal auf die Idee gekommen bin. Schüttel das Ding mal. Und dann habe ich schon erst gemerkt, dass das nicht hell ist, was da rauskommt, sondern dass das halt doch so eine milchige Flüssigkeit ist, aber eine recht flüssige Flüssigkeit. Also nicht wie eine Milch, die so ein bisschen zäher ist, sondern tatsächlich flüssig. Und sie lässt sich halt sehr gut auftragen, aber bei meinem Hauttyp, jetzt kommt's, ich habe ja, weiß noch nicht, ob zu dem Zeitpunkt, wo dieses Video hier rauskommt, ich das Video über die Milky Toner schon rausgebracht habe, aber es gedreht und hochgeladen, manchmal verschiebt sich das bei mir von den Sachen, was ich halt direkt hochlade. Zum Beispiel Produkte, Milky Toner ist Stärke drin und die korreliert mit dem Sonnenschutz bei mir. Also wenn ich den Milky Toner und beispielsweise den Sonnenschutz von No auftrage, das geht, das ist alles kein Problem. Der No Sonnenschutz, der neue, der ist auch so ein bisschen ja reichhaltiger, halt pflegender für die Haut, nicht unbedingt notgedrungen fettiger, aber er pflegt halt mehr. Das tut der hier nicht. Ne? Also das ist halt einfach, wie gesagt, eine wässrige Substanz, die man sich aufs Gesicht aufträgt. Und für Menschen, die eben... Es ist bei mir, glaube ich, auch so ein bisschen schwierig. Habe ich jetzt auch wieder erst festgestellt, wenn ich den drauf habe und den habe ich heute einfach auch drauf, ist es fast so, wie als wenn ich noch ein bisschen Pflege drunter brauchen könnte. Aber ich mache es schon so, dass ich es so gestalte, dass ich Serien auftrage, die nicht mit dem Sonnenschutz korrelieren. Also irgendwas mit Hyaluron, das kann sich halt einfach abpellen. Das bildet meistens Würstchen, das trage ich nicht auf. Oder eben Milky Toner, der bröselt mir dann am Ende des Tages wirklich knallhart von den Backen runter. Wenn ich dann nur so mache, da habe ich lauter kleine Schüppchen auf der Haut. Das ist der Hammer. Also als ich das am Anfang festgestellt habe, dachte ich mir, scheiße, ich vertrag den ja gar nicht. Fand es voll kacke, weil ich mit dem anderen eigentlich ganz gut zurechtgekommen bin. Das ist schon das zweite Produkt, der zweite Sonnenschutz von, ich wollte schon nur sagen, von Kolibri. Aber es funktioniert tatsächlich, wenn ich den Milky Toner weglasse, bin ich ganz froh. Ich muss aber an der Stelle auch sagen, es ist tatsächlich nicht mein Lieblingsprodukt. Durch das, dass ich halt eben jetzt gerade am Morgen so ein leicht, und ich habe eine fettige Haut, ne, so ein leicht spannendes Gefühl auf der Haut habe, aber nur so leicht, ist es vielleicht nicht mein allerliebstes Produkt. Für den Sommer war das echt mega gut, muss ich sagen. Ne? Weil im Sommer, habt ihr mich ja selber in den Videos gesehen, ich hatte ja generell immer richtig speckige Haut. Ne? Und ich bin da überhaupt kein Fan davon. Und ich hasse das wirklich. Und da ist der echt am allerbesten gewesen. Und hat am allerbesten performt. Wenn ich ihn mit dem Sonnenschutz von Visan vergleichen sollte, der ist natürlich wesentlich günstiger, ne? Ist der noch ein Stückchen flüssiger. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht falsch in Erinnerung, aber ich denke schon, dass der ein bisschen flüssiger ist. Ich werde euch auf jeden Fall mal unterm i das Video verlinken zum Visan Sonnenschutz. Ne, wir machen es anders. Ich werde euch unter dem i die Playlist zu den Sonnenschutzprodukten reinpacken, die ich hier auf dem Kanal schon vorgestellt habe. Da habt ihr dann alle drin. Da ist der auch von Visan dran. Vom Preislichen her, ich finde das vollkommen in Ordnung. Auch Kolibri hat es so gemacht. Wir haben mal vor kurzem auf meinem Discord geguckt, wie die Packungsgrößen sich so verändert haben. Auch Kolibri hat es gemacht. Der Inhalt der Produkte ist ein bisschen weniger geworden. Dennoch sind die Produkte sehr gut, sehr empfehlenswert. Und nicht immer ist viel auch gut. Ihr kennt es wahrscheinlich selber, wenn ihr so ein bisschen Skincare-affin seid, dann wollt ihr halt auch Produkte testen. Und wenn ein Produkt dann nicht zu 100%ig gut performt, seid ihr natürlich sehr schnell wieder auf der Suche und wollt was Neues. Die wenigsten von euch sind so anständig und machen die Produkte erst leer und kaufen ein neues. Ich überhaupt nicht. Ich verstecke mich hier hinter diesem Ding, ne, und sag ja, aber ich muss ja für euch da testen und so. Aber genau genommen könnte ich mich ein bisschen ordentlicher verhalten. Und
Da ist so ein großes Produkt echt kontraproduktiv. Andererseits ist es auch so, wenn man sich was Teureres kauft, so ist es zumindest bei mir so, das macht überhaupt keinen Sinn, dass man so ein bisschen die Denke auch hat, ah, das muss ich mir ein bisschen aufheben. Macht das nicht, ne? Also Cremes immer schön verwenden. Hier haben wir einen richtig guten Pumper. Der funktioniert bei mir allerdings bei der Flüssigkeit auch nicht immer. Da kann ich mir vorstellen, dass ich tatsächlich ein Montagsprodukt bekommen habe. Ne? Also wenn ich gut schüttle und dann da vier bis fünfmal drauf drücke, dann funktioniert das einigermaßen gut. Manchmal spritzt es ziemlich. Das nervt mich schon. Aber ein Pumper ist bei der Flüssigkeit das Allerbeste. Das kann gar nicht in was anderes rein. Vielleicht eine Pipette. Aber seid euch sicher, ich sag's bei verschiedenen Serien immer, die mit Pipetten daherkommen. Man pumpt halt doch Luft ins Produkt rein und die Wahrscheinlichkeit, dass es anhand dessen halt auch eher kaputt geht, ist sehr hoch. Deswegen sind solche Pumper erstens teuer, das wissen wir von der Shenya auf YouTube, und zweitens sind sie halt schon richtig geil, muss ich an der Stelle sagen. Ja, ihr seht's, wie gesagt, ich habe kein hundertprozentig mattes Hautgefühl jetzt, aber es ist jetzt auch nicht fettig, ne? Also es ist jetzt vielleicht eine Stunde her, wo ich es aufgetragen habe und ich bin okay damit, muss ich sagen. Aber wie schon erwähnt, ich darf da halt keinen Milky-Toner drunter machen. Wobei ich die Milky-Sachen, wenn ich schon spoilern darf, du das andere Video noch nicht gesehen hast, nicht so geil finde, ne? Gerade aus dem Grund heraus, weil es halt auch mit anderen Produkten so ein bisschen korreliert. Und bei mir hat es halt, wie gesagt, mit dem Produkt wahnsinnig korreliert. Wie kommst du mit dem zurecht? Es würde mich interessieren. Also zum einen, hast du auch Schwierigkeiten, dass sich die Flüssigkeit so ein bisschen teilt und du das Produkt regelmäßig schütteln musst? Schreib mir das unten rein. Und wenn deine Erfahrung mit dem Produkt eine andere ist wie meine, schreib das auch unten rein. Denn wir sind so individuell, dass mein Zuschauer einfach abwägen kann anhand deines Kommentars, kaufe ich dieses Produkt oder kaufe ich es nicht. Vergiss aber deinen Hauttyp nicht. Das wäre super cool. Dann kann der Zuschauer auch so ein bisschen abwägen. Passt das für mich, was derjenige schreibt, oder passt das nicht? Ja, würde ich es mir nachkaufen? Eher nein. Vielleicht für den Sommer wieder. Es ist ganz gut zu wissen, dass es so ein leichteres Produkt gibt, was einigermaßen gut auf der Haut performt, mit gewissen Regeln sozusagen. Aber ich würde, glaube ich, eher zu was anderem greifen. Etwas, was leichter erreichbar ist. Ich merke das immer, ich bin nicht so die Bestellerin. Und wenn ich Produkte dann extra einmal bestellen muss, ist es immer schade. Kolibri Online-Shop verlinke ich euch unten mal in der Infobox. Ich sage danke fürs Zuschauen. Schön, dass du wieder dabei warst. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Hoffentlich bis bald. Mach's gut. Tschüss.